Hallo, mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Klassiker Sensible World of Soccer mithilfe der DOSBox auch auf aktuellen Betriebssystemen wie Windows 7, Windows 8, Windows Vista oder Windows XP spielen könnt. Und wie immer werfen wir zu Beginn erst einmal einen Blick auf die CD. Wir gehen in den Windows Explorer und sehen hier die Daten, die auf der CD sind. Und wir müssen zu Beginn erstmal das Spiel installieren. Und das machen wir mit der Install-Exe. Also diese müssen wir dann starten, nachdem wir die DOSBox gestartet haben, beziehungsweise diesen Befehl müssen wir dann ausführen. Und beachtet bitte, dass ihr vorab auf eurer Festplatte, dem Laufwerk C, den Ordner DOS erstellt habt. Und in diesem Ordner werden wir jetzt das Spiel installieren und aus diesem Ordner heraus werden wir das Spiel auch dann starten. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Wir starten die DOSBox und mounten zu Beginn erstmal wieder die Festplatte. Jetzt das CD-ROM-Laufwerk. Und beachtet hier bitte, wenn euer CD-Laufwerk nicht den Laufwerksbuchstaben D hat, dann müsst ihr diesen Buchstaben ändern beziehungsweise anpassen. Also wenn euer CD-Laufwerk zum Beispiel den Laufwerksbuchstaben E, F oder G hat, dann müsst ihr hier E, F oder G, je nachdem was es ist, eintragen. Also dieses Mount D, das bleibt immer gleich und diesen Buchstaben einfach anpassen zu dem Laufwerksbuchstaben, den euer CD-Laufwerk hat. Ja, und jetzt wechseln wir auf das CD-Laufwerk und starten die Installation mit dem Befehl Install. Als Sprache wählen wir Deutsch aus, bestätigen jetzt mit Enter und starten die Installation. Als Zielfalt geben wir ein C, Doppelpunkt und den Ordner erstellen wir jetzt. Sensible World of Soccer, bestätigen mit Enter. Die Dateien werden kopiert. Gut, und jetzt müssen wir noch die Konfiguration zum Sound vornehmen. Wir gehen jetzt erstmal in das Konfigurationsmenü mit Enter, gehen jetzt hier auf Soundkarte und wählen den MIDI-Treiber aus. Da wählen wir aus die Soundblaster oder 100% kompatible Soundkarte, automatische Erkennung, bestätigen mit OK. Jetzt noch die Treiber für die digitalen Effekte. Da wählen wir auch wieder Soundblaster oder 100% kompatible, automatische Erkennung, okay, und bestätigen das Ganze mit Enter und beenden die Einstellung zum Sound. Jetzt können wir hier bei Steuerung noch auswählen, wie wir das Spiel spielen möchten, also jetzt nur mit Tastatur oder Joystick und Tastatur oder nur mit Joystick. Ich belasse es jetzt mal bei der Tastatur. Jetzt nehmen wir auch die Einstellung vor, also ich nehme jetzt einfach die ja, Tastaturpfeile oben, unten links, rechts und Feuer. Bestätige mit OK, Ende. Jetzt gehen wir hier auf Einstellung speichern, bestätigen mit Enter und gehen auf Ende. Ja, und jetzt könnten wir das Spiel schon starten. Ich möchte es euch aber nochmal zeigen, wie ihr das Spiel beim nächsten Mal starten müsst, denn die Installation müssen wir ja nicht noch einmal vornehmen. Wir beenden also jetzt die DOSBox und starten die DOSBox neu. Mounten zu Beginn wieder die Festplatte. Jetzt das CD-ROM-Laufwerk. Jetzt wechseln wir auf die Festplatte mit dem Befehl C Doppelpunkt und gehen in den Ordner Sensible World of Soccer, den wir gerade erstellt haben. Und jetzt könnt ihr das Spiel starten mit dem Befehl SWS. Ja, und ihr seht, das Spiel funktioniert. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel.
scoring superstar hero. Beinahe ein Treffer. Reaktionsvermögen. Das war wohl etwas übertrieben. Er hat ihn gehalten. Ausgezeichnet abgewehrt. So ein gemeines Tackling. Direkt ins Netz hinein. Ein fantastisches Tor. Ein absolut fantastischer Versuch. Goldene Hände!